Viele Zuschauer werden das Supertalent in diesem Jahr wohl kaum wiedererkennen. RTL hat die Jury seiner Casting schon mal eben komplett ausgetauscht und startet damit eine ganz neue Ära. Viele Zuschauer werden das Supertalent in diesem Jahr wohl kaum wiedererkennen. RTL hat die Jury seiner Casting schon mal eben komplett ausgetauscht und startet damit eine ganz neue Ära. Statt der Urgesteine Dieter Bohlen und Bruce Danell sollen jetzt neue Gesichter wie It-Boy Riccardo Simonetti frischen Wind in die Supertalent-Show bringen. Doch diese Entscheidung entpuppt sich offenbar als ein Schuss in den Ofen. Statt der Urgesteine Dieter Bohlen und Bruce Danell sollen jetzt neue Gesichter wie It-Boy Riccardo Simonetti frischen Wind in die Supertalent-Show bringen. Doch diese Entscheidung entpuppt sich offenbar als ein Schuss in den Ofen. Supertalent-Zuschauer verärgert, Riccardo Simonetti kenne ich nicht, denn die Supertalent-Zuschauer sind enttäuscht. Während das RTL-Publikum sich noch etwas gedulden muss, bis die neue Staffel über die Bildschirme flimmert, haben die Studiogäste, die live vor Ort waren, bereits verraten, wie anders die Castingshow ab sofort sein wird. Supertalent-Zuschauer verärgert, Riccardo Simonetti kenne ich nicht, denn die Supertalent-Zuschauer sind enttäuscht. Während das RTL-Publikum sich noch etwas gedulden muss, bis die neue Staffel über die Bildschirme flimmert, haben die Studiogäste, die live vor Ort waren, bereits verraten, wie anders die Castingshow ab sofort sein wird. Gegenüber Bild fällen die Zuschauer ein vernichtendes Urteil, Riccardo Simonetti kenne ich nicht. Ist er aus irgendeinem Zirkus? Während der 28-Jährige im Netz schon seit Jahren gefeiert wird und sich eine große Fan-Community aufgebaut hat, scheint das TV-Publikum weniger interessiert an Riccardo zu sein. Gegenüber Bild fällen die Zuschauer ein vernichtendes Urteil, Riccardo Simonetti kenne ich nicht. Ist er aus irgendeinem Zirkus? Während der 28-Jährige im Netz schon seit Jahren gefeiert wird und sich eine große Fan-Community aufgebaut hat, scheint das TV-Publikum weniger interessiert an Riccardo zu sein. Ein Pärchen gibt geknickt zu, Dieter Bohlen war wesentlich bekannter und hat die Sendung ausgemacht. Ein Pärchen gibt geknickt zu, Dieter Bohlen war wesentlich bekannter und hat die Sendung ausgemacht. Dass Riccardo Simonetti in der RTL-Jury gelandet ist, war zunächst auch gar nicht geplant. Der Influencer ist spontan für den an Pandemie erkrankten Lukas Podolski eingesprungen. Dass Riccardo Simonetti in der RTL-Jury gelandet ist, war zunächst auch gar nicht geplant. Der Influencer ist spontan für den an Pandemie erkrankten Lukas Podolski eingesprungen. Supertalent-Zuschauer packen aus, die Tickets gab's geschenkt. Supertalent-Zuschauer packen aus, die Tickets gab's geschenkt. Einige Zuschauer sollen die Tickets für die Aufzeichnung sogar umsonst bekommen haben, wie sie der Zeitung erklären, wir haben von erfahren, dass Poldi nicht da ist. Einige Zuschauer sollen die Tickets für die Aufzeichnung sogar umsonst bekommen haben, wie sie der Zeitung erklären, wir haben von erfahren, dass Poldi nicht da ist. Die Tickets gab's geschenkt. Normalerweise liegen die Kosten der Eintrittskarten für das Supertalent bei etwa 12 bis 18 Euro. Die Tickets gab's geschenkt. Normalerweise liegen die Kosten der Eintrittskarten für das Supertalent bei etwa 12 bis 18 Euro. Besonders zuversichtlich sind die Besucher aber nicht. Ein Paar behauptet, wir lassen uns überraschen. Aber, wir glauben, dass die Quoten weiter sinken werden. Ob Riccardo Simonetti sie im Laufe der Sendung doch noch von sich überzeugen kann? Möglich. Besonders zuversichtlich sind die Besucher aber nicht. Ein Paar behauptet, wir lassen uns überraschen. Aber, wir glauben, dass die Quoten weiter sinken werden. Ob Riccardo Simonetti sie im Laufe der Sendung doch noch von sich überzeugen kann? Möglich. Vielleicht zieht Riccardo aber auch ein ganz neues Publikum an. Denn, der Wahlberliner macht sich seit Jahren stark für Diversität, gegen Mobbing und will Menschentoleranz vermitteln. Vielleicht zieht Riccardo aber auch ein ganz neues Publikum an. Denn, der Wahlberliner macht sich seit Jahren stark für Diversität, gegen Mobbing und will Menschentoleranz vermitteln. Im November 2019 erschien sogar sein eigenes Kinderbuch Raffi und sein pinkes Tütü, in dem unter anderem auch Homosexualität ein Thema ist. Im November 2019 erschien sogar sein eigenes Kinderbuch Raffi und sein pinkes Tütü, in dem unter anderem auch Homosexualität ein Thema ist.